Herzlich willkommen zu meinem Videokanal Macera de Kudüs. Macera de Kudüs kanalına hoş geldiniz. Heute ist der 29. November 2023, der Mittwoch. Heute möchte ich euch in Hannover das Outdoor-Zentrum vorstellen. Es besteht seit 2 Monaten. Es gibt hier verschiedene Ausstellungen. Guten Tag, Herr Ellören. Was machen Sie hier überhaupt? Eine Ausstellung. Oh, gefällt Ihnen? Das ist schön, ja. Schön. Viel Spaß. Was ist denn das hier? Gibt es hier Konzerte oder? Konzerte, alles. Alles Mögliche? Alles Mögliche. Oder Tagungen? Ist ganz schön groß. Schön Wein trinken. Ach so. Aha. Guten Tag. Können Sie darüber etwas erzählen? Kleine Informationen gehen, Herr Achim. Das Outdoor-Zentrum. Seit wann besteht das? Was gibt es alles hier? Das Aufruf? Ja, nein, hier, das hier, diese Ausstellungen und so weiter. Das ist überhaupt. Ja nur eine Ausstellung über Bücher. Ach so. Das Aufruf selber ist eine kreative Entwicklung. Das ist ein leerstehendes Gebäude, ja, was seit mehreren Monaten kreativ genutzt wird von den Hochschulen Hannover. Aha. Für innovative Ausstellungen, wie sei es hier Banksy. Oder die Stadt Hannover hat vorne ausgestellt ein Modell der Stadt Hannover, der Innenstadt. Weiter hinten gibt es Überlegungen, wie kann man sich im Alter noch autark zu Hause versorgen, überleben sozusagen. Und hat hier die Kaffeemanufaktur halt, um ein bisschen Kaffee zu bekommen. Aber alles kreativ und auch nur auf Zeit angelegt, weil es ein leerstehendes Gebäude ist. Vielen Dank. Sehr gerne. Das ist die Stadt Hannover. Das Rathaus und dahinter Massee. Am besten ist es der SMS. Christuskirche, Hannover, Nord. Das ist
Guten Appetit. Hiroshima, internationale Stadt des Friedens und der Kultur. Hiroshima, da öleli, oluyor bir 10 yıl kadar. Çocuklar öldürülmesin. Innovative City Haus der Innovation.